Guten Morgen, Internet! Willkommen zu einer sehr spannenden Folge mit viel artistischem Können. Was es genau ist und wer wieder der nette junge Herr in unserer Mitte ist, erfahrt ihr nach dem Kelly. Internet. Geil. Los geht's. Der letzte Tag der Lernwoche ist angebrochen. Heute fangen wir an mit wem eigentlich? Ja, wer bist du, was machst du? Genau, hi. Ich bin der Dan und ich bin Jongleur. Mhm. Und ein Jongleur, der jongliert. Ich mache Zirkus im weitesten Sinne. Ich mache ganz viel Zirkus. Ich unterrichte auch. Nicht nur Jonglage, sondern auch die klassischen Zirkusdisziplinen, die man so kennt. Also Balancieren, Akrobatik, Luftakrobatik. Was mit Elefanten? Keine Tierdressur. Nee, nicht mal Hunde. Sehr gut. Ja. Tiere sind raus aus dem Zirkus. Ja, das ist auch nicht, das ist auch gut so. Ja. Muss man auch mal sagen. Da war ja einiges im Flaschen. Aber andere Sendung, andere Zeiten, reden wir dann darüber. Sagst du mal irgendwann irgendwie Laguna Beach oder so, hast dann irgendwie gemerkt, oh shit, da kann ich eine Schulter auskugeln, jetzt wird mein Weg doch Jongleur anstatt Bankkaufmann? Oder irgendwie war so eine andere Richtung? Wie kommt man darauf? Gute Frage. Ich habe ganz früh gelernt, jonglieren mit drei Bällen. Von meinem Vater, das hat er mir mal beigebracht. Mhm. Und damit konnte man dann als Kind und Jugendlicher ein bisschen angeben. Aber wie du selber weißt, nicht sehr lange, weil irgendwann kommt jemand, der kann vier und dann stehst du schon da. Gegen die ein oder andere Party habe ich schon dominiert, muss ich sagen. Also, Gladbach, wir hatten nie viel, aber dafür sehr wenig. Ne? Gut. Bei mir kam der Weg ein bisschen über, ich habe gerne Sport gemacht. Ja. Aber ich hatte nicht so wirklich den Drang, in den Wettbewerb zu treten. Also Fußball gegeneinander zu spielen, Turnieren, gewinnen, verlieren. War nicht ganz so mein Ding. Mhm. Und dann habe ich geklettert und beim Klettern habe ich herausgefunden, das ist cool, da ist die Wand und wenn ich runterfalle, dann ist keiner schuld. Entweder kletter ich nochmal hoch oder ich lasse es bleiben. Und Klettern ist toll, aber du brauchst immer so ein Seil und einen Typen, der dich sichert. Und außer du gehst Halle. Dann. Dann musst du trotzdem hingehen, da hinfahren, ja, kannst du nur da machen. Ja. Und beim Jonglieren habe ich das Gleiche für mich entdeckt, so mit 18, 19. Mhm. Da kann ich Ehrgeiz entwickeln. Ich nehme meine Bälle, meine Keulen, gehe irgendwo in den Park, gehe in eine Wiese, gehe in eine Halle. Ich kann zu Hause das üben. Mhm. Und ich habe den gleichen Erfolgserlebnisse sozusagen. Mhm. Und das ist das Tolle beim Jonglieren. Das ist auch das, was ich gerne meinen Schülern immer mitgebe. Jeder kann. Mhm. Es gibt keinen, der das nicht lernen kann. Es gibt viele verschiedene Sachen zu jonglieren, also findet auch jeder so seins. Und man hat Erfolgserlebnisse. Das macht Spaß. Man lernt was und merkt sofort, cool, ich kann das, ich will das nächste lernen. Ich will auch ein Erfolgserlebnis. Sollen wir was machen? Wir können was machen. Was mich einmal noch interessiert, das ist ja, die Lernwoche ist ja für uns auch interessant. Wir lernen ja was, das ist ja auch wichtig. Aber, sagen wir mal, läuft nicht mehr so bei mir. Ist das wirklich ein Vollzeitjob? Kann man davon easygoing leben so? Also, ja? Nein. Ja, nein. Also schon mehr Vollzeit-Hobby. So nee, es ist tatsächlich für mich ein Vollzeitjob. Okay. Ich mache Zirkus, aber auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Aber nur, weil du quasi ein Lehrer bist, oder was? Nicht nur, also ich bin Lehrer auch, aber ich bin ja auch Jongleur, ich trete auf mit der Kunst des Jonglierens. Mhm. Ich mache aber auch Moderation zum Beispiel für Shows, wo ich dann meine Jonglage einstreue. Okay. Ich unterrichte die angehenden Zirkuspädagogen hier in Köln im Hauptfach Jonglage. Ich bin auch Regisseur für den Landesjugendzirkus Nordrhein-Westfalen. Dort habe ich sehr zirkusaffine Jugendliche und ich mache mit denen ein Stück, also da sitze ich eher quasi auf der anderen Seite. Ja, cool. Und ich habe eine ganz tolle Kompanie, wir heißen der Weiße Knopf und wir machen artistisches Theater. Hm. Also wir spielen in Theaterhäusern. Cool. Also ihr merkt so mehrere Standbeine. Ja, ja, macht dann schon cool. Sinn. Cool, dann hast du ja auch Abwechslung und immer was Verschiedenes und das macht ja noch bestimmt viel mehr Spaß. Man weiß nie, wo man hinkommt. Genau. Ja. Gut, aber ich würde mal sagen, bring uns was bei. Ja. So, Kelly, für dich habe ich was Tolles mitgebracht. Oh, okay. Und zwar einen Trick, den haben wir schon probiert. Das ist ein sogenannter Jonglierteller mit einem Jonglierstab. Und ich drehe den für dich auf Turbogeschwindigkeit an. Und du machst einen Zeigefinger. Und diesen Zeigefinger rutschst du jetzt an dieser schwarzen Stange entlang, bis ganz nach oben, weiter, weiter, weiter. Und zack, schon hast du den drehenden Teller auf dem Finger. Das sieht echt sehr cool aus. Ich bin eine Artistin, so. Du machst es selber. Nimm mal erstmal den Stab in die Hand. Den Stab in die Hand, und nimmst du den anderen Zeigefinger. Oder? Sich ja immer weiter und weiter und weiter. Und piekst da auch ganz das langsam dran. Das blaue Pflaster, das schon seit einem Monat da ist. Jawohl. Und einmal natürlich präsentieren. Das ist ganz wichtig. Guten Tag. Präsentieren. Und jetzt? Mit einem drehenden Teller. Okay. Sehr gut. Es dreht sich in dem Teller. Jetzt könnt ihr den Teller mal so in die Hand nehmen. So? Ja, einfach greifen, zack. Und verbeugen. Oh. Verbeugen können wir. Sehr, sehr gut. Sonst wären wir nie so weit gekommen. Bücken. So, boah, ich wäre mega gerne so Artistin. Ich glaube, das würde ich machen, wenn ich nicht YouTube machen würde. Dann müsste ich vor echtem Publikum was lernen. Ja, einfach so Videos jetzt machen. Schwenken um von Comedy. Ja, geil. Ich jongliere heute. Okay, Comedy. Willkommen zur Basis. Willkommen zur Basis, ja. Zum Jonglieren. Ja. Natürlich. Fünf. Das hier müsst ihr jetzt natürlich nicht in dieser einen Stunde lernen. Wie gesagt, ich mache das heute nicht.
zum ersten Mal. Aber was ich glaube, was wir hinkriegen werden, heute mit euch zu machen, sind so die Basics mit zwei Bällen. Ich dachte gerade, du legst das hin wie so ein krassen Satansritual. Auf einmal so, was wir heute hinkriegen, ist Taubenritual. Pass auf, ich habe zwei verschiedene Farben, dann ist es einfacher. Und zwar gibt es einmal quasi orange und einmal nicht orange. Nicht orange. Wir müssen ein bisschen umdenken. Ich habe hell und dunkel. Okay. Ja? Die erste Übung ist ganz einfach. Wir werfen sogenannte Säulen. Mhm. Das bedeutet, ihr werft mit der einen Hand einen Ball hoch und fangt ihn mit der gleichen Hand. Und dann machen wir das gleich auf der anderen Seite. Genau. Rechts hoch, einmal links hoch, einmal rechts hoch, einmal links hoch. Super. Okay. Jetzt machen wir beide gleichzeitig und wir fangen beide gleichzeitig wieder auf. Nochmal, beide gleichzeitig, beide werfen. Super. Okay. Machen wir einen rechts hoch, einen rechts hoch, einen links hoch, einen links hoch, beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig. Oh, super, jetzt haben wir schon eine Routine. Das geht schon sehr, sehr gut. Kelly, beide Hände, was? Und ihr habt schon eine kleine Routine, die man sozusagen immer wieder wiederholen könnte. Jetzt kommt der berühmte Kreuzwurf. Mhm. Der sieht so aus. Oh. Und es geht dabei, sich vorzustellen. Sehr gut. Oh, das war ja total. Ja, das war's auch. Ernsthaft? Sehr gut. Wow, ja, nice. Das ist doch echt mega gut. Sogar mit Special Verletzungsgefahr. Guck mal, eure Hirnhälften sind schon total in Harmonie miteinander. Ja, wir haben alles, alles. Kleinhören, Großhören, dann noch ein bisschen Rückenmark, was auch man manchmal nachdenkt. Das ist total verrückt. Perfekt, pass auf. Wenn ihr das könnt, dann nehmt mal den bunten Ball. Mhm. Und das ist immer der Ball, der als erstes geworfen wird. Ja. Also es ist bei dir weiß-orange, weiß-orange, weiß-orange. Und bei dir ist es grün-orange, grün-orange, grün. Ach, du setzt dann immer aus mit einer Hand. Das genau, hier ist die Pause cool. sozusagen. Und das ist die Pause für den vierten. Nee, das macht man nicht. Für den dritten Ball. Ja. Was für eine Pause? Ja. Ja, okay, gut, ja. Ja. Ach so, ey, Leute, ihr seid der Hammer. Ist ja super. Ihr solltet die Zirkuspädagogik ausbilden. Immer dreimal so. Ja, wir machen ja quasi jeden Tag einen Zirkus mit unseren Aber du hattest schon gesagt, nochmal kurz zu den Bällen. Du hast ja so Special, so ein bisschen Jonglierbälle, ne? Genau. Also mit Silikon, hast du gesagt. Genau. Es gibt Jonglierbälle, die sind, die kennt man so, diese Beanbags. Die haben so ein weichen Säckchen. Genau, wie so Hacky Sacks. Wie so Hacky Sacks, genau. Sind zum Anfangen, zum Lernen super, weil sie sehr gut zu fangen sind. Die fängt man auch mal zwischen den Fingern. Dann gibt es harte Bälle, sogenannte Stage Balls, die sind größer und die werden auf der Bühne einfach besser gesehen. Klar. Und das hier ist so ein Hybridball, der ist zwar hart und rund von außen, hat aber irgendwie Flüssigkeit. Sorry. Nicht schlimm, mein Helm ist. Mein Helm, ja. Und das macht, dass die Bälle besser liegen. Also für diese Kontaktgeschichten, die man vielleicht auch so kennt, diesen Ball über den Körper rollen lassen. Ja, stimmt, das hattest du gerade schon mal gemacht. Da bin ich noch genau, ein da hilft das. War noch früher, vom Basketball. So. Genau, wie vom Basketball. Ja, du kannst ihn auch hier so reindrehen, dann läuft er von alleine. Opa! Ne? High five, stark. Mit was? Geil. So, ich würde gerne, dass ihr einmal zusammen jongliert. Ja, machen wir gerne. Und zwar machen wir was sehr Einfaches. Und zwar nehmen wir drei Bälle, euch beide, stellt euch mal so gegenüber. Auf die Stühle, da sind wir ein bisschen näher am Tisch. Rutschen. Okay. Und du hast zwei, jeweils in einer Hand einen, du hast einen Ball in einer Hand. So, ihr steht euch gegenüber und wir haben das Ding, wir haben drei Objekte, vier Hände, zwei Jongleure. Okay. Das heißt, es gibt immer eine freie Hand. Ja. Das ist einmal diese hier. Die beiden sprechen sich ab. Du wirfst ab jetzt immer über Kreuz. Das bedeutet, der grüne Ball zuerst, weil die Hand ist frei, geht über Kreuz in die freie Hand von der Kelly. Erst wenn der angekommen ist, wirfst du parallel der orange Ball hier in die von Fritz. Und wenn der angekommen ist, geht der über Kreuz. Dahin. Probier's mal aus. Weiß, okay, warte. So. Grün, orange. Weiß. Schneller. Grün, mein Hirn orange. War gerade zu langsam. Ja, es fangen, dann werfen und fangen und werfen. Und ihr seht, schon ist die ganze Zeit was in Bewegung. Ihr merkt, dass man sich so reingrooven kann. Guck mal, jetzt haben wir für heute Abend eine Beschäftigung. Das Meditative. Geil, auf der Party. Und ihr könnt euch immer selber steigern. Zum Beispiel kann jeder jetzt, der im kurzen Augenblick, wo er einen Ball in der Hand hat, sich einmal um sich selber drehen. Eine Pirouette zum Beispiel. Das war zu lang. Das war im Kreisdrehen auf jeden Fall. Pirouette geht noch. Ja, und drehen und werfen und drehen und werfen und drehen. Oh Gott, und drehen. Ich überfordere mit meinem Hirn. Ich schnips lieber. Mal. Komm, ich schnips dann, wenn ich keinen habe. Okay, hallo, nicht jetzt schnipsen, ich muss jetzt werfen. Ja, aber Fred dreht sich gar nicht. Ich mach rein. Das ist mir schon schmerzhaft genug, da kriegst du eins ins Gesicht. Und Kelly. Wow, mir ist schwindelig. Sehr gut, sehr, sehr gut, Leute. Wichtig beim Jonglieren oder beim Zirkus allgemein ist auch die Anerkennung natürlich. Also Applaus ist total wichtig, auch für die Schüler. Okay. Ich applaudiere mir immer selbst, das hört auch. Ja, genau wie, weißt du, über die Witze selber lachen, ist Applaus für einen selber auch immer der richtige Weg, um einfach immer glücklich zu sein. So sieht's aus.
Jetzt aber war es das eigentlich leider schon. Aber vielen, vielen Dank nochmal an dich. Wir werden gleich vielleicht selber nochmal ein bisschen praktizieren. Schaut auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Vielleicht posten wir da auch nochmal ein kleines Video. Wir haben nämlich noch ganz viele andere Gadgets und sonst wie was. Das war es mit der Lernwoche aber. Und es ist ein Freitag, Kelly. Leider, das hat so Spaß gemacht, die Lernwoche. Das war echt cool, irgendwie so verschiedene Sachen auszuprobieren. Ach ja, Freitag? Es ist Freitag. Willst du was ziehen und ich lese vor? Oder dann machen wir das so, weil es gibt nämlich noch Hausaufgaben für die Leute zu Hause, die gehen müssen. Ich bin gespannt. Also, wir ziehen dich Nummer einfach. Drei. Nummer drei. Was war dein schönstes Erlebnis ever? Und dann toppe es. Oh, perfekt. Wow. Wir würden uns freuen, wenn da ein bisschen was kommt. Also, auf jeden Fall. Sagt ist ja auch eine schöne Sache zu machen. Sein schönstes Erlebnis zu toppen. Nochmal ein bisschen zu toppen. Ich muss mal lange nachdenken darüber. Ja. Wow. Genau. Des Weiteren, wer hat vielleicht auch selber mal ein bisschen mitgemacht in der Lernwoche? Was habt ihr da gelernt? Könnt ihr jetzt Menschen hypnotisieren? Ist Mama auf einmal nur noch nett und gibt keinen XY mehr, genau, um irgendwie schlechte Noten? Schreibt uns das gerne auch in die Kommentare. Du bist bestimmt sozialmedial auch ein bisschen aufgestellt, ne? Genau, wir können gerne auch mal einen Link-Info fallen lassen. Genau. Ne? Dann einfach mal vorbeischauen. Machen wir sehr gerne. Alles in den Beschreibungen verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns jetzt gleich noch in der Endcard wieder. Das übliche Prinzip. Und ich danke schon mal dir, dass du da warst. Sehr gerne. Riesen Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. So, das war's von der Lernwoche. Nochmal gibt's das Video von gestern, ne, von dem vorletzten Tag der Lernwoche. Dann ein Funkvideo, wie immer. Und alle sozialen, medialen Informationen von uns und von unserem Menschen im Hintergrund. Link hier. Oh, ich habe Angst. Ja, ich weiß, Dan, aber trotzdem. Oder Dan, alles. Ah, Angst. Ich will sehen!